In unserem Talkteil ist in dieser Sendung, in der heutigen Ausgabe, ein Mann zu Gast, bei dem der ein oder andere sagen wird, naja, was hat der denn mit Eishockey zu tun? Eigentlich kennt man den nur von Tennis und Grün-Weiß Mannheim. Aber er ist zum einen großer Eishockey-Fan und zum anderen hat er doch unmittelbar ein bisschen was mit der Mannschaft zu tun. Herzlich willkommen, Gerald Marzenell. Gerald, eine Geschichte, die du vielleicht am ehesten erklären kannst, nicht nur Fan, gehen wir erstmal auf die Zusammenarbeit oder Verbindung zu den Adlern. Woher kommt's? Ja, das war eigentlich ein Zufall. Vor 3 Jahren hat der Konditionstrainer, der Martin Müller, angerufen. Wir kennen uns schon viele Jahre und hat gesagt, dass die Jungs unterwegs sind, die deutschen Spieler im Sommer, machen ihr Sommertraining. Und so als Variante einfach mal, anstatt, sag ich mal, im Kraftraum zu trainieren, ob man auch mal 1 oder 2 auf dem Tennisplatz trainieren könnte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann kam er eben mit ein paar Spielern, dann waren eben die deutschen Spieler, wie gesagt, alle dabei. Und dann kam die zum Tennis, manche konnten schon spielen, manche weniger, manche haben frisch angefangen. Und dann hatte ich dann noch 1, 2 Trainer dabei und da haben wir ein paar Übungen gemacht. Mhm. Er hat dann mir gesagt, was er eben will. Ausdauer am Anfang, beziehungsweise später dann Schnellkraft. Und da haben wir die Übung so gemacht. Ja, und so kam das zustande. Und das, glaube ich, es hat den Spaß gemacht. Und die Woche drauf haben wir dann telefoniert, da haben wir es nochmal machen können. Ja, und dann hat sich das einmal oder zweimal, haben sich dann eben mehrmals ergeben. Ja, und dann ist es ein paar Mal zustande gekommen im Sommer und die haben immer wieder mal eine Einheit eben mit dem auf dem Tennisplatz trainiert. Aber so mancher ist ja, glaube ich, auch so ein richtiger Tennisfreak geworden, der dann nicht nur im Mannschaftstraining, sondern auch so spielen will und das auch macht, oder? Ganz ehrlich, ich war wirklich überrascht. Die sind topfit, wirklich topfit. Und die haben so viel Talent gehabt fürs Tennis. Da ist ein Spieler dabei, der hat noch nie Tennis gespielt. Das war der Frank Mauer. Der konnte nach einer Stunde oder anderthalb, konnte der richtig, richtig von der Grundlinie spielen. Mhm. Und die anderen jetzt, der Ronny Arin oder noch 4, 5 andere, die konnten alle Tennis spielen. Die sind schnell, die bewegen sich gut, die haben die Übersicht. Also ich war perplex, wie gut die gespielt haben. Ja. Wer ist der Beste von denen, die da gespielt hat die ganze Zeit? So kann man das nicht sagen. Es sind mehrere, die gut spielen. Mhm. Also damals war noch der Thomas Martinetsch dabei. Der Ronny Arendt eben, dann der Felix Brückmann hat gespielt, der Matthias Plachter, die haben alle ganz gut gespielt, also auf einem bestimmten Niveau, aber wirklich alle gut, sodass man Übungen machen konnte, dass sie eben schöne Spielzüge gemacht haben, dass sie vor-zurück gemacht haben, also gute Punkte gespielt. Ja, das hat aber denen, glaube ich, auch riesigen Spaß gemacht. Wir haben ja ein paar Mal gerade mit Ronny Arendt unterhalten, der sehr, sehr gerne auf der Anlage, glaube ich, auch ist, oder? Ja, also der ein oder andere von den Jungs war dann auch im Sommer da, wenn wir unsere Tennis-Bundesliga haben, hat zugeschaut. Ja, das war sehr, sehr nett. Und ich habe mich immer gefreut, wenn die gekommen sind. Ja, es hat einfach Spaß gemacht, weil die wollten. Die haben alles gegeben und die waren sehr ehrgeizig. Und die haben auch das Gefühl gehabt, die haben das Talent gehabt. Da sind viele dabei, zum Beispiel der Yannick Seitenberg, der war früher ein ganz toller Tennisspieler in Villingen-Schwenningen. Also sein Bruder, der war sogar im Leistungskader des Badischen Tennisverbandes. Und von denen wären auch einige gute Tennisspieler geworden. Ja, aus dem Tennis ist aber auch was Vernünftiges geworden. Er hat immerhin den Stanley Cup gewonnen. Also immerhin auch etwas. Und ich glaube, die Jungs, weil du es ansprichst, dieser Ehrgeiz, der ist, glaube ich, in jedem Leistungssportler. Das warst du ja auch. Also bei mir ist so, egal was ich spiele, ich will immer gewinnen. Und wenn ich verliere, egal, und wenn es ein Doppelspiel ist und es um nichts geht, wenn ich spiele, verliere, ärgere ich mich. Ja, so ist das. So ist es also im Sommer bei uns den Tennisspielern. Aber so war das jetzt auch im Sommer bei den Eishockeyspielern. Also die haben wirklich eine super Einstellung, das habe ich gemerkt, und die geben alles. Die geben wirklich auch in jedem Training alles. Und also früher war ich schon Fan als 12-jähriger Junge schon, mit 16 dann im Friedrichspark, als die deutsche Meisterschaft war. Seitdem habe ich immer geguckt, aber die letzten 3 Jahre schaue ich mir wirklich alles, was geht an. Weil, ja, also ich habe da richtig, richtig Spaß gefunden, weil eben der Einsatz stimmt. Und das sind alles super Sportler. Ja, ich glaube, gerade was du sagst, diesen Einsatz, wenn man die letzten 3 Jahre auch sieht, man blickt dann als Fan auch anders auf Sportler, wenn man sie näher kennt, oder? Geht es dir nicht genauso? Das ist ja auch das Problem, das wir oft haben. Wir kennen die Jungs so viele Jahre, wir kennen sie weit über das Eis hinaus und dann musst du trotzdem deine kritische Haltung bewahren. Ist schwierig für uns, für dich auch dann ein Stück weit? Ja, also ich versuche mir immer die Spiele so anzuschauen. Mich interessiert es einfach, wie die taktisch spielen, was die dann Spielzügen spielen. Ich schaue mir manchmal oder oft das Warm-up an, fast immer. Und es ist interessant, aus einem anderen Sport anzukommen, das einfach mal zu sehen. Aber das Entscheidende, das hast du eben gesagt. Also man ist dann auch, also ich bin fasziniert immer, weil ich wirklich auch die Saison jedes Spiel gesehen habe. Und es war nicht ein Spiel dabei, in dem sie sich auch nicht in die Schüsse geworfen haben. Und die geben alles. Und es lohnt sich wirklich, das ist meine feste Überzeugung, auch für die Zuschauer, in die Arena zu gehen und die Jungs zu unterstützen. Du sagst, du hast die letzten Jahre verfolgt. Wir wissen auch, wie die letzten Jahre waren. Es waren keine schönen Jahre, es waren sportlich keine guten Jahre. Jetzt haben wir ja, was Daniel Hopp gefordert hat, auch vor der Saison ein Stück weit diesen Turnaround geschafft. Es macht wieder mehr Spaß, in die Arena zu gehen. Ja. Das zumindest, egal wie die Playoffs ausgehen, kann man, glaube ich, als Fazit ziehen. Du auch? Ja, ohne dass ich das überhaupt beurteilen kann. Ich glaube, dass es aber ein sehr, sehr intaktes Mannschaftsgefüge ist, dass da wirklich eine tolle Mannschaft gerade zusammenwächst. Und jetzt mal unabhängig davon, dieses Jahr, was in den Playoffs jetzt passiert, ob das ein Viertel-, Halbfinale, Finale wird oder eine Meisterschaft, was auch immer. Aber ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die von den Charakteren her unglaubliches Potenzial hat, mit dem Markus Kink als Kapitän, mit dem Ronny Arendt.
die Mannschaft irgendwo führen können. Da gehört noch ein Fleischer, Christoph Ulmer, noch ein paar andere dazu. Aber das sind Spieler, wenn die so zusammen auch weiterspielen, da wächst richtig was zusammen. Und die werden mit Sicherheit noch ganz viele gute Jahre vor sich haben. Das ist meine feste Überzeugung. Du hast ja mit den Jungs jetzt eben auch im Winter öfter mal privat zu tun. Ist das Feedback, was du eben gerade ausgedrückt hast, auch das, was jetzt mal en renou sozusagen auch kommt von den Jungs? Ach, privat, sage ich mal, haben wir jetzt weniger. Wir haben ab und zu mal Kontakt oder so. Ja, die haben jetzt ihre Saison, die haben gar keine Zeit für irgendwas Privates. Vielleicht kommen sie im Sommer mal zum Tennis wieder raus. Aber ich glaube ja, so wie du es eben gesagt hast, ich glaube, dass da so viel Charakter einfach in der Mannschaft drin ist, dass da auf Mittelfrist und langes Sicht richtig eine ganz tolle Mannschaft zusammenwächst. Und also ich bin wirklich, ich gehe voller Freude jedes Mal in die Arena. Und ich freue mich jetzt auch wirklich auf die Playoff. Und die tragen auch diesen Adler mit Stolz. Das merkt man auch. Selbst im Tennis, wenn die zum Tennistraining kommen, haben die immer ihr Adlertrikot an und die sind stolz darauf, dass sie für Mannheim spielen können. Ja, ich glaube, das merkt man. Ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben dieses Jahr, gerade bei den Porträtgeschichten immer wieder bemerkt, wie die Spieler auch wirklich sagen. Die sagen es nicht nur, weil wir Presseleute da sind oder der Lang vor ihnen sitzt, sondern die meinen es auch. Ja. Die sagen, ey, ich will hier bleiben, ich will einen neuen Vertrag kriegen. Ich meine, sowas merkt man dann auch auf dem Eis, oder? Das merkt ihr, und jetzt kommen wir vielleicht auch zur Parallel bei Grün-Weiß Mannheim ja auch. Ja. Ein Einzelsportler werden zu einem Team. Ja. Ihr habt nie den höchsten Etat. Ihr seid immer relativ unten und bringt trotzdem jedes Jahr eine Mannschaft zusammen, die auf jeden Fall mitspielt, um die deutsche Meisterschaften sie oft genug geholt hat. Das ist so ein Stück weit, was auch deine Philosophie ist als Trainer, oder? Ja, genau. Das ist auch unser Ziel, genauso beim Tennis immer. Und das sehe ich jetzt eben, dass es beim Eishockey genauso gelebt wird. Man hat Spieler, die wirklich Charakter haben, die alles geben. Man hat manchmal vielleicht nicht, ich sag mal, im Tennis ist es bei uns so, wir haben nicht die Stars nur, sondern wir haben ein, zwei ganz tolle Spieler wie den Janko Tipsarevic, Nummer 9 in der Welt, Jürgen Welzer, Wimbledon-Sieger, Nummer 8 in der Welt. Aber dann haben wir die ganzen regionalen Spieler, wie den Dennis Gremmelmeier, den Simon Stahl, den Daniel Steinbrenner, der Björn Pau aus Darmstadt, der Benny Becker aus Saarbrücken. Also regionale Spieler, und wir wollen einfach die Mannschaft als Einheit. Und wenn die als Einheit auftreten, und das hat uns die letzten 7 Jahre gezeigt, haben wir, glaube ich, 3-mal 7-mal deutscher Meister geworden, 1-mal deutscher Vizemeister, weil die einfach dann zusammen durch dick und dünn gehen. Und wenn das funktioniert, das ist nicht jedes Jahr so, manchmal hat man auch ein bisschen Pech, aber dann nimmt das eine Dynamik an und dann macht es richtig Spaß. Und die Leute, die merken das auch. Man spürt, dass einfach, ja, dass die Freude da überwiegt und die Freude, jeden Tag für den Verein zu spielen. Da müsste man doch den Adlern ab und zu sagen, geh mal zu Marzenell rüber und erkundig dich mal, wie man eine Mannschaft zusammenstellt, oder? Nein, andersrum. Ich könnte auch meinen Spielern genauso sagen, geht mal zum Eishockey und guckt euch das an und dann seht ihr, wie sowas zusammenwächst. Ich glaube, in jeder Sportart ist es so. Mhm. Wenn was zusammenwächst, dann funktioniert es auch, wenn die Spieler sich besser kennenlernen. Und das, was da beim Eishockey ist, glaube ich, so mit Abstand sagen zu können, das erleben wir im Tennis auch. Unsere Spieler wachsen auch zusammen, die halten zusammen, wir gehen zusammen auch privat weg. Wir gehen auch zusammen mal Skifahren oder gehen zusammen mal einen Ausflug machen. Und das hilft einfach dem Mannschaftsgefüge. Und man weiß nie, ob man Erster, Zweiter, Dritter oder Fünfter wird. Aber man weiß zumindest, dass dann die Spieler immer alles geben. Wie wird das denn in anderen Tennisclubs anders gehandhabt? Man hört ja immer, die Spieler kommen Samstagmorgen rein, spielen Sonntag und fliegen am Sonntagabend zum nächsten Turnier. Bei euch treffen sie sich meistens ein paar Tage vor den Wochenendspieltagen, die immer Freitag und Sonntag sind. Ja, es ist ein Unterschied. Ich glaube, das ist auch eigentlich die letzten 7 Jahre so ein bisschen das Geheimnis gewesen unseres Erfolgs im Grün-Weiß. Die Spieler, wir haben das ganze Jahr Kontakt. Also es geht jetzt im Prinzip keine Woche rum, an dem ich nicht Kontakt mit den Spielern habe. Natürlich nicht mit jedem Spieler, jede Woche, aber mit vielen Spielern, das wechselt immer und der Kontakt reißt nie ab. Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass das da ist und dass sich die Spieler auch jetzt schon wieder freuen auf diese Sommersaison. Und in manchen Vereinen ist es halt wirklich so, da kommen die Spieler vormittags, mhm, vom Flughafen, werden abgeholt, kommen auf die Anlage, spielen. Die wissen dann teilweise gar nicht mal, mit wem sie spielen. Mhm. Und das macht zum Schluss den Unterschied aus, ob man eben gewinnt oder ob man eben verliert. Du hast eine Erkältung hinter dir, man hört es gerade. Hust ruhig noch 2-3 Mal. Was man bei euch auffällt, was man vielleicht nicht übertragen kann, aber trotzdem die Frage, wenn ihr mal nicht Meister werdet, die Saison gab es ja auch, dann nimmt man das bei Grün-Weiß, obwohl die Zuschauerzahl ja auch relativ hoch ist, sind ja auch ein paar Tausend, die immer kommen, relativ nach außen hin locker hin. Sagt, okay, es hat halt dieses Jahr nicht geklappt, jetzt probieren wir es im nächsten Jahr nochmal. Im Eishockey ist das anders. Da wird ja gleich von weit über Betriebsunfall gesprochen, wenn mal was nicht so funktioniert. Diese Gelassenheit würde ich manchmal gerne rüberbeamen können ins Eishockey. Ist das machbar? Ach, ich glaube, das ist in allen Sportarten ähnlich. Man versucht immer, das Beste zu geben. Das Ziel ist immer, ja, bei den Spielern, auch bei uns im Tennis. Wenn die Jungs anfangen die Saison, wollen die Erste werden. Sonst bräuchten die nicht anfangen. Mhm. Aber es ist auch im Tennis, ist es halt so knapp beieinander. Das ist ein Glücksball, eine Tagesform, 2 Netzroller. Und dann wird man entweder Erster, Dritter, wie gesagt, oder Fünfter. Und das kann man nie vor der Saison sagen. Manchmal kippt einfach auch der Momentum in der Saison. Ja. Ja.
Man merkt es, es gibt irgendein Ereignis im Laufe der Saison und der Momentum switcht. Und dann läuft es von alleine. Genauso kann es auch mal eine Saison sein, man gibt alles und der Momentum geht aber in die falsche Richtung, dass man eben 2, 3 knappe Spiele verliert und dann ist man eben am Ende der Saison nur 4. oder 5. Man kann meiner Meinung nach den Erfolg im Sport nicht kaufen oder so gut wie nicht kaufen. Da gehören viele Dinge dazu, viele Komponenten. Und wenn man eine ganz tolle Mannschaft hat und die gegnerische Mannschaft ist an dem Tag halt ein bisschen besser und steigert sich in den Rausch, dann verliert man halt auch mal. Deshalb glaube ich, kann man das auch, muss man auf eine bestimmte Art das auch gelassen sehen, weil man nie weiß vor der Saison, ob man als Erster rauskommt oder nicht. Aber das Ziel ist natürlich immer, um die ersten Plätze mitzuspielen. Und ohne dass man sagt, man möchte Erster werden. Ja? Man möchte mitspielen um die ersten Plätze und alles andere ergibt sich dann meistens im Laufe der Saison. Außer Bayern München, die wollen immer Erster sein, aber das ist auch eine Philosophie, die man dort pflegt, die auch ganz vernünftig ist. Nur lass uns nochmal kurz auf die Adler zurückkommen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, und ich bin ja nicht der Einzige, die Mannschaften in diesem Jahr, wenn man so die ganze Saison betrachtet, die können deutscher Meister werden, die können aber auch in der ersten Runde rausfliegen. Ja, so wie ich es eben gesagt habe. Je ich glaube, die Serie gegen Hamburg, die wird jetzt schon sehr spannend. Ja. Also man kann wirklich nur jedem empfehlen, in der Region hinzugehen, die Jungs zu unterstützen. Jeder von den Jungs ist es wert. Also das ist meine feste Überzeugung. Jeder ist es wert. Und wenn die Arena voll ist und die Leute machen Stimmung und da springt auch der Kick springt einfach auf die Spieler über, die geben sowieso alles, dann haben die, glaube ich, auch eine sehr gute Chance, die erste Serie gegen Hamburg zu gewinnen. Wie es dann weitergeht, muss man schauen. Ich hoffe aber wirklich, dass die erste Serie durchgeht. Und alles ist möglich. Ich glaube wirklich, dass alles möglich ist. Glaubst du denn? Achso, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Das sind wirklich ein paar Schüsse, die eben an die Latte und Pfosten gehen oder die reingehen. Und das macht dann den Unterschied aus. Ja, das hat man in vielen Spielen gesehen, auch während der Runde. Ein bisschen mehr Schussglück, dann gewinnst du das Spiel. Plötzlich kommt ein schwaches Drittel, du verlierst es. Viele haben ja gesagt, diese Liga ist wahnsinnig eng. Wahrscheinlich so eng wie seit Jahren nicht mehr. Auch wenn man dann 5-1 ins Phrasenschwein werfen muss, wenn man mal wieder von der engen Liga spricht. Gibt es deswegen lange Serien? Was denkst du aufgrund deiner langen Erfahrung als Zuschauer? Man müsste ja davon ausgehen, dass fast jede Serie über die volle Spielzahl geht. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Also da bin ich nicht Fachmann genug. Das wissen die Trainer besser und die Leute, die im Umfeld des Management machen, das sind alles Profis. Ich sehe es mehr als Zuschauer und als Fan und ich freue mich eigentlich jede Woche, wenn ich sehe, wie die da unten kämpfen. Und so diese Internas kenne ich nicht. Und das ist auch nicht mein Metier. Ich habe wirklich genug auch zu tun mit Tennis und das macht viel Spaß. Aber ich gucke es mir gerne an und ja, aus meinem Gefühl raus glaube ich, dass das lange noch nicht zu Ende ist. Und dann dein Tipp, wie weit kommen die Adler und was macht Grün-Weiß im Sommer? Ja, jetzt musst du dich festlegen, das ist immer so. Also unser Ziel im Tennis ist es auf alle Fälle wieder, um den ersten 3, 4 Mannschaften zu spielen. Wir haben mit Tipsarovic, Melzer tolle Spieler, wir haben eine super Serie, wir haben tolle Heimspiele in Düsseldorf-Halle, Neuss. Und bei den Adlern, ich wünsche denen wirklich von Herzen, dass sie ganz am Ende der Saison auch in den entscheidenden Spielen dabei sind, dass sie ganz bis zum Ende durchspielen. Was dann dabei rauskommt, wie gesagt, ich glaube, das weiß niemand, aber was ich weiß, ist, dass die alles geben. Das ist zumindest das Wichtigste, ist allerdings auch Voraussetzung, wenn man Profi ist, dass man alles gibt, auch wenn es nicht jedes Mal so aussieht und man es auch nicht packen kann. Ich hoffe, dass das so in Erfüllung geht, denn auch wir sind ein Stück weit Fan. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke. Und viel Spaß natürlich und viel Erfolg im Sommer mit Grün-Weiß Mannheim. Danke, Gerald Marzenel. Vielen Dank, Norbert.